Ein wichtiger Knotenpunkt der Odenwaldbahn ist der Bahnhof Wiebelsbach-Heubach. Hier zweigt die Strecke Richtung Hanau bzw. Richtung Frankfurt am Main ab. In den Bahnhof rollt der Regionalexpress Stuttgart-Frankfurt am Main. Der Bahnhof Wiebelsbach-Heubach ist auch ein wichtiger Kreuzungsbahnhof. In der Regel treffen sich hier die Regionalexpresszüge. Einfahrt hat der Zug aus Frankfurt am Main. Wenig später macht sich RE 15204 auf den Weg. Fahren wir weiter auf der Odenwaldbahn. In Wiebelsbach-Heubach besteht Anschluss an die Regionalbahn 15428 nach Darmstadt, die mit einem 628er unterwegs ist. Ausfahrt in Wiebelsbach-Heubach. Noch in Wiebelsbach trennen sich die Strecken nach Hanau und Darmstadt. Von jeher ist die Odenwaldbahn eine eingleisige Hauptbahn. Mit 70 Kilometern in der Stunde rollen wir jetzt Richtung Darmstadt. Gute 1,5 Stunden ist man von Eberbach nach Darmstadt oder umgekehrt unterwegs. Die abwechslungsreiche Landschaft macht eine Bahnreise durch den Odenwald zu einem kurzweiligen Erlebnis. Hinter Reinheim durchfahren wir den kurzen Engelberg-Tunnel. Nach knappen 40 Minuten Fahrzeit von Wiebelsbach-Heubach aus wird der Bahnhof Darmstadt erreicht. Seit der Inbetriebnahme der Main-Neckar-Bahn im Jahre 1846 hat Darmstadt einen Eisenbahnanschluss. Heute ist der Hauptbahnhof Darmstadt ein wichtiger Bahnknoten im Netz der Deutschen Bahn. Das alte Empfangsgebäude wurde in den 20er Jahren durch diesen repräsentativen Neubau ersetzt.